tatsächlich. Es steht ja die Anschuldigung im Raum, dass dieser Fehler dadurch entstanden sein könnte, weil Facebook den Profit tatsächlich über allem gestellt hat. Die Frage, die sich da jetzt stellt, welche potenziellen Folgen könnte das, wenn es so sein sollte, haben für Mark Zuckerberg, für sein Image und aber auch für die wirtschaftlichen Konsequenzen, die dann davon getragen werden können? Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass es so ist, ist super gering. Also was Ähnliches ist schon mal im März 2019 passiert. Da war Facebook und alle anderen Services ungefähr 14 Stunden offline. Am Ende hat Facebook dann eine kurze Erklärung gegeben. Es hat aber nichts auf irgendwie absichtliche Hackerversuche hingewiesen. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass das der Fall ist, dass da irgendjemand versucht, Schaden anzurichten, ist relativ gering. Was dort passiert ist, ist schon häufiger in der Geschichte passiert. Im Endeffekt ist es so, dass Facebook quasi wie aus dem Internet gelöscht wurde über die DNS. Das ist wie so ein Telefonbuch, wo, wenn man facebook.com im Internet eingibt zum Beispiel, das dann zur richtigen IP-Adresse weitergeleitet wird. Und da passieren ab und zu Fehler. Und jetzt hat Facebook natürlich eine ganz große Herausforderung, weil nicht nur die Services, die wir kennen, sind letztendlich betroffen, sondern auch die internen Systeme von Facebook sind betroffen. Das bedeutet, die E-Mails von Facebook-Mitarbeitern, die internen Kommunikationssysteme von Facebook-Mitarbeitern und so dann zu kooperieren, um eine Lösung zu finden, ist sau schwierig und deshalb dauert es eine Weile. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier um einen Angriff handelt, halte ich derzeit für recht gering. Sie arbeiten ja für das Unternehmen WeFox. Inwiefern betrifft Sie das und Ihr Unternehmen aktuell? Und wie hat Sie das auch persönlich heute Abend erreicht? Wie sind Sie damit dann umgegangen? Ja, also ich meine, wo es natürlich jemanden beeinflusst wie uns, ist es in der Kommunikation mit Investoren, mit Mitarbeitern. Und die Kommunikation ist halt viel langsamer. Es hat keinen großen Einfluss, außer dass natürlich unsere Werbungen, die geschaltet sind, auf den Plattformen derzeit nicht erreichbar sind. Aber letztendlich ist es jetzt nicht eine Match. In der Kommunikation sind wir langsamer und ich glaube, da ist letztendlich auch der größte Schaden entstanden. Wenn man sich mal vorstellt, wie viel der Business, der Geschäftswelt derzeit schon über Facebook und WhatsApp-Nachrichten gemanagt wird. Also letztendlich benutze ich persönlich WhatsApp für Deals und Business mehr als E-Mails. Und da geht ein gigantischer Wert verloren, wenn man sich vorstellt, den ganzen Tag steht die Businesswelt sozusagen still. Und Experten gehen ja davon aus, dass es jetzt auch tatsächlich noch weitere Stunden dauern könnte, diese große Panne. Wie wirkt sich das dann tatsächlich auf das Image von Facebook, WhatsApp und Instagram selbst aus? Könnte es dann sein, dass Sie als Unternehmer zum Beispiel sagen, so in Zukunft setze ich auf andere Programme, mit denen arbeite ich gar nicht mehr? Ja, das ist uns ja schon mal passiert im März 2019 und danach hat sich auch nichts geändert. Also wenn das alles wieder erreichbar ist, dann geht es alles wieder ganz normal weiter. Was wir natürlich gerade merken, ist die unglaubliche Abhängigkeit, die wir von einem einzigen Unternehmen haben. Und das sollte uns allen zu denken geben. Ich habe da tatsächlich noch eine Frage. Sie haben angesprochen, dass Sie Deals per WhatsApp oder Facebook auch abschließen könnten. Was ist denn, wenn Sie jetzt gerade aufgrund dieser Störung einen potenziellen Deal verpassen? Könnten Sie das Unternehmen Facebook dann verklagen? Nein, auf keinen Fall. Also derzeit sind die Services, die Facebook anbietet, ja ein Unterstützer von uns und wir werden andere Wege finden, letztendlich Deals zu machen. Die Geschwindigkeit ist einfach langsamer, aber auf jeden Fall entsteht da kein Schadensersatzanspruch oder irgendwie sowas. Wir haben im Vorfeld auch darüber gesprochen, dass das Ganze zu einem Umdenken führen könnte. Sie sagten auch, das zeigt uns, wie abhängig tatsächlich alle von einer einzigen Plattform sind. Heißt das schlussfolgernd, dass wenn es jetzt tatsächlich noch Tage andauern könnte, dass das das Ende von Facebook und Co. ist? Nee, absolut gar nicht. Also es zeigt uns eigentlich eher, wie machtvoll die sind und wie sehr die Welt abhängig ist. Und wie gesagt, 2019 ging es 14 Stunden. Ich glaube, jetzt sind noch keine 14 Stunden. Facebook hat es überlebt und Facebook wird es auch wieder überleben. Also von daher mache ich mir relativ wenig Sorgen um das Vermögen von Mark Zuckerberg. Ich bin ein Mann, der sich mit jemandem verhält, weil er 90 Jahre geworden ist, wie er ist. Aber ich war schon mal.